Sansa ist ein lieber Mann, der gut mit Kindern umgehen kann. So schlecht er nachts in ihr Haus und ist so leise wie eine Maus. Er kriecht unter dem Baum hervor. Schaut erbost zu ihm empor, gierig schleicht er in ihr Zimmer. Der Schrecken, oh, er wird gleich schlimmer. Doch den Nachbarn es nicht stört, dass man ihre Schreie hört. Sansa ist ein lieber Mann, der gut mit Kindern umgehen kann. So schleicht er in das nächste Haus, sticht ihnen erneut die Augen aus. Jo, liebe Leute, das war ein kleines Gedicht und das wird wahrscheinlich die letzte Crewpasta dieses Jahr sein. Ich wünsche euch allen ein frohes Fest, schönes neues Jahr und bis zum nächsten Mal. Tüdelü. Wahrscheinlich wird es nicht das letzte Video sein. War nur Spaß, jetzt kommt die eigentliche Geschichte. Ich bin ganz allein. Meine Familie wurde umgebracht. Durch ein altes Haus. Hier ist die Geschichte. Ich bin mal mit meiner Familie weggezogen in ein altes Haus. Es sah sehr alt aus. Das schien aber nur für mich so. Meine Eltern sahen ein Paradies. Ich hatte mir das nur eingebildet. Nein, sie haben sich das eingebildet. Als ich reinsah, war es so alt, ich hatte sogar Angst davor. Ich sah einen Geist. Ich sagte das meiner Mutter, aber sie sah nichts. Sie sah ein Paradies. Nur so nebenbei, meine Familie bestand aus meiner Mutter, meinem Vater, meiner kleinen Schwester, meiner großen Schwester, meinem kleinen Bruder und mir. Als Abend war, sind wir schlafen gegangen. Ich hatte ein Kichern, meine kleine Schwester hört es auch und ist diesem gefolgt. Sie ist dem Kichern in das Badezimmer gefolgt und dann war Stille, dann der Schock. Sie schrie wie aufgespießt, ich rannte zu ihr, sie war in der Badewanne und die war voll mit ihrem Blut. Alles war voller Blut. Als ob sie rumgeschleudert wurde, am Spiegel stand, deine Mutter ist als nächstes dran. Ich war geschockt und rannte zu meiner Mutter, sie hing mit einem Seil von der Decke. Sie hatte einen Sack auf dem Kopf und diesen machte ich langsam weg. In ihr Gesicht wurde dasselbe ist mit deinem Vater passiert eingeritzt. Ich sah zu ihm und er hing ebenfalls von der Decke. Mein Bruder und meine Schwester schrien und ich rannte zu ihnen. Nichts mehr übrig außer Knochen. Wo war der Rest? Ich sah daneben und mir wurde langsam schlecht. Oh nein, da war der Rest. Eine Stimme sagte zu mir: Jetzt weißt du, wie es sich anfühlt, niemanden zu haben. Alle tot. Und eine kleine Frage an dich. Was ist das eine Gestalt direkt hinter dir?